Willkommen zurück bei Deus Ex. Und diesmal stelle ich mich ein bisschen klüger an und schieße den da oben direkt um. Was ist da grün? Achso, Vögel. Damit der nämlich nicht herunterkommt, keinen Alarm auslösen kann. Aber... verdammt, schnell hier. Ah, in die Kamera. Uah. Schnell hier weg. Ach verdammt, ich muss da nachladen, richtig. Und dann... Ah. Zwei Raketen sollten reichen für den. Entschuldigung. Das wollte ich ja eigentlich nicht mehr machen, damit ich looten kann, aber... Das war jetzt in dem Fall einfach eine Kurzschlussreaktion. Tut mir leid. Da steht, glaube ich, noch so einer, ne? Wo denn? Da. Hey, ich war's nicht. Ich war's nicht. Over the head. Hey, danke, das musst du mir nicht sagen. Dass ich bei dir auf den Kopf ziele. Das hatte ich sowieso vor. Ah, dieses blöde Feuerteil. Und warum fließt er jetzt auf mich? Das war einer von euch, der da reingeschossen hat. Ah, sowas ärgert mich. Hm, Grafikfehler? Ja, Grafikfehler. Okay. Da hat's aufgehört. Betäubungspfeile. Hm, benutze ich so gut wie nie, deswegen kann ich die gar nicht aufnehmen. Aber ich kann mich hier reinhacken. Und dann kann ich hoffentlich die Kamera deaktivieren. Und mit ein bisschen Glück gibt es vielleicht sogar mal wieder... nee, gibt's nicht. Schade. Sicherheit, da stehe ich. So eine Sicherheitseinstellung, wen die Bots angreifen sollen. Oh nö, die war doch gerade noch offen, die Tür. Oh Mann, habe ich mich da gerade angestellt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der bewegt sich auch schneller als sonst. Ausnahmezustand in den USA, in New York. Präsident Meade hat um 14.30 Uhr den Ausnahmezustand verhängt. Wegen der fundamentalen Bedrohung Amerikas durch den Terrorismus, durch den grauen Tod. Okay. Präsident Meade hat Walton Simons, den Leiter der FEMA, mit der Bildung einer Übergangsbehörde zur Überwachung der Notstandsmaßnahmen beauftragt. Um natürlich Sicherheit und Frieden wiederherzustellen. Von Demokratie war nie die Rede. Dies wird in keiner Weise die Bürgerrechte beeinträchtigen, die dieses Land auszeichnen. Wir werden nichts unversucht lassen, um die Freiheit vor jenen zu schützen, die versuchen, sie uns zu rauben. Damit meint er wahrscheinlich, haha, tut mir leid. Damit meint Walton Simons wahrscheinlich seine eigene Freiheit. Und mit denen, die sie rauben wollen, meint er wahrscheinlich die Demokraten und die Menschenrechte und überhaupt das ganze lästige Volk, das auch noch eigene Ansprüche hat. Kennt man ja so, ne? Von den Größenwahnsinnigen und so. Ist das die gleiche Kontrolle wie unten? Wenn ja, wär's doof. Haha! Sowas habe ich gemeint vorhin, sowas habe ich gemeint. Allerdings ist es jetzt gerade ein bisschen sinnlos, weil ich den ja schon mit den Raketen ausgeschaltet habe. Ich gehe mal hier kurz in Deckung. Und dann speichere ich. Sehenswürdigkeiten, Kathedrale von Payen. Ich glaube, da will ich hin. Ich glaube, genau da will ich hin. Ah, hier ist die Metro. Alles klar, jetzt weiß ich, wo ich bin. Das heißt, ich kam wahrscheinlich gerade hier hoch. Ich möchte also hier den Gang weiter und das da ist dann wahrscheinlich die Kathedrale, ne? Mit den Türmen, den Mönchsquartieren, dem alten Brunnen. Was das da ist? Keine Ahnung. Ja, brauche ich nicht. The metro station. The cathedral is to the south. Transmitting a photograph.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Er hat doch gemeint, ich soll hier weiter vorbeilaufen Richtung Süden, aber die Kathedrale ist doch Richtung Norden, laut meinem Kompass. Hm. Ich schätze mal, die Kathedrale, die Metro ist dann der Fluchtweg nachher. Und deswegen gehe ich einfach mal zuerst hier rüber. Was gibt's denn hier unten? Feines. Aha, einen Tunnel. Ein Tunnel. Oh, verdammt. Ich glaube, anders komme ich hier gerade auch nicht mehr raus, oder? Oder geht es hier? Na? Sieht nicht so aus. Vielleicht hier? Nein. Okay, ich muss durch den Tunnel durch. War vielleicht nicht so klug, hier runter zu springen. Aber nur vielleicht. Vielleicht. Ist nichts. Gibt's hier Luft? Nein, es gibt hier keine Luft. Habe ich noch mal einen Rebreather? Ja, ich habe ein Atemgerät. Jetzt habe ich auch die Infrarot-Sicht außen, außerhalb des grünen Rechtslichtverstärkungsbereichs. Ist ja interessant. Ich müsste mal testen, ob ich damit auch Lebewesen dann rot sehe. MG-12 has the cathedral locked down. If you can't get through one of the doors, zum Henker. Mitten rein. Und die funktioniert nicht unter Wasser. Verdammt. Dann lade ich mal eben wieder. Na gut. Das Bild, genau, das hätte ich gerne. Keep going past the metro station. The cathedral is to the south. Transmitting a photograph. Ich habe doch eigentlich gerade den Militärbot ausgeschaltet. Warum sind die noch da und so? Ist damit vielleicht doch nur der dicke Bot gemeint und nicht alle? Einer weniger. Was war das denn? Ach, Jesse, du hältst ja gar nichts aus. Nein! Geht doch. So, noch irgendwer, der sich mit mir anlegen will. Hä? Hä? Kommt her! Geht doch. Feiglinge. Also, das hier ist die Kathedrale. Ich bin wahrscheinlich gerade aus dem Brunnen hier rausgekommen, nehme ich an, oder? Es waren auf jeden Fall zwei Bots. So viel habe ich vorhin gesehen, vor dem Laden. Ja, das hier ist der Brunnen. Ah, und da ist der andere Bot. Zum Glück pausiert das Spiel. Genau, hier ist der Brunnen. Da bin ich rausgekommen. Ich bin da irgendwie reingehüpft, da raus. Jetzt kommt der da gerade von da auf mich zu. Ich gehe mal in Deckung. So. Geht doch.
Ich gehe mal in eine dunkle Ecke und versteck mich. Bis die Gegner hier ankommen. Was höre ich da? Noch einen Bot? Da ist noch ein Bot. Mhm. Weiterer Bot. Ja, noch ein Bot. Wie viele Bots gibt's denn hier? Der ist weg, ne? Ja, der ist weg. Kann ich da hoch auf die Kante? Bestimmt, oder? Ah, okay. Nicht so direkt. Ja, ich könnte überall sein. Zum Beispiel hinter der Wand. Ihr seid wohl innen drin, ha? Huh? Genau wie diese Überwachungskamera. Interessant. Gut zu wissen, es gibt Kameras da drin. Da kamen sie wohl gerade. Ah, sehr schön. Und mit sehr schön meinte ich gerade, dass die Tür zuvor verschlossen war und weil die Gegner da rausgestürmt und sie geöffnet haben, habe ich mir jetzt die Dietriche bzw. die Lähm sparen können. You're a small prowling mouse and dumb like a mouse. You keep coming, like you forget about Aethon Navarre. I remember Aethon Navarre. I remember for everyone. Reich der Schatten. Ah, a good library, worth its weight in gold. Was habe ich da gerade gelesen? Unter dem Roten Kreuz, Geschichte der Tempelritter von Richard Bagend. Die Geschichte der Tempelritter Band 1. Die Geschichte der Tempelritter Band 2. Die Geschichte der Tempelritter Band 3, der Fall der Ritter. Und Band 4, ins Reich der Schatten. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber ihr könnt ja gerne pausieren und euch das mal anschauen. Ich denke, das werde ich sogar selber auch tun. Aber nicht hier in dem Video, sondern offscreen. Weil so lange vorlesen einfach langweilig ist zum Zuschauen. Da das jetzt die letzte Folge ist, die ich in dieser Aufnahmesession aufnehme, ist das eigentlich auch nur halb so wild, weil dann muss ich auch nicht so lange warten. In der nächsten Folge werde ich dann auch schon wissen, was in den Büchern steht und kann darauf eingehen. Rückstoß, Schrotflinte bitte. Was haben wir hier? So wie die Könige herrschen, die 12 haben sie dir aufgetragen, über diesen Ort zu wachen, alles aufzuzeichnen. Okay. Das sind einige Codes. Die Doktrin der Mächtigen. Von Majestic 12. Noch ein Schlüssel. Noch ein Buch. Privater Sicherheitsdienst. mit dem Versprechen haben die wohl Leute angelockt. Die MJ 12 Leute. Okay. Die Doktrin der Mächtigen. Okay, das ist wohl das gleiche Buch wie eben schon. Oder ein zweiter Teil oder so, oder ein erster Teil, ich weiß nicht. Hä? Das habe ich doch vorhin eingesagt. Achso, nee, stimmt, habe ich gar nicht. Haha, stimmt. Habe ich ja gar nicht. Habe ich ja wieder geladen. Ah, jetzt. Lass gut sein. Ich bin doch schon wieder runter. Blödes Kissen. Bei dem am Gitter außen hochklettern. Das
erinnert mich so ein bisschen an Indiana Jones 3. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die Erinnerung gerade gefällt. Das war ja damals schon ziemlich buggy bei dem Spiel. Da habe ich mich vertippt. Naja, was heißt buggy? Also man musste ja die richtige Stelle treffen. Spectrum. I see your heart beating. I see you are afraid. Ja, und wo bist du? Zeig dich mal. Oder hast du etwa auch Angst, hä? 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 Hast du die Angst, die du mir unterstellst? Gib's zu. Feige Sau. Ich probiere jetzt mal was. Boah, ich liebe dieses Implantat. Das ist einfach großartig. Ja, und wo ist er jetzt? Gesagt, hat mich gesehen. Ich meine, er kann ja nicht um die Ecke gucken, oder? Ich glaube, dahinter ist jemand. Okay. Das funktioniert leider doch nicht. Ich dachte, ich könnte die hier rauslocken, indem ich rumschieße. Hallo? Dann halt nicht. Ich kenne da so einen Universalschlüssel. Ich dachte, ich käme hier im Sicherheitssystem vorbei. I could have sworn. Ja, komm rein. Ja, komm rein. Hier ist Platz für dich. Wo bist du denn hin? Mist! Bleib da! Ah, die Kamera sieht mich. Okay, da ist eine Kamera, da will ich nicht hin. Ich will die Kamera ausschalten. Ah, Code. Okay, ich könnte 9 Tools verschwenden, was ich aber nicht ganz einsehe. 1942 oder 0022. Ha, das war sogar schon der richtige auf Anhieb. Mann, bin ich gut. Okay, ich glaube, da geht's weiter. Ich schaue mich dann lieber doch erstmal hier außen um. Was haben wir hier? Nein! Ah, wie ich das hasse. Warum lade ich meine Waffen nicht nach? Hier ist irgendwie auch niemand. Das Schloss gefällt mir ja, muss ich sagen. Das hat sowas, ne? Würde ich auch nehmen, um selber drin zu wohnen. Did anybody else hear? Boah, hat es gerade geruckelt. Aber ich habe ihn. So. Nochmal nachschauen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich hier eigentlich genau tun muss. Zielnotizen. Familiengruft. Die Gruft ist im Keller, ne? Und ich suche eine Möglichkeit, mich im Netzwerk der Templer anzumelden. Und ich suche das Gold der Templer. Nein! Ah, knapp daneben. Once I knelt in this chapel for communion with 2 Rockefellers and a Rothschild. Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of Templar banks, founded on gold. Aber ich sehe gerade hier keine versteckten Schalter oder so. Ah.
gute alte Lärm. Gibt es vielleicht doch einen Schalter irgendwo? Irgendwelche Geheimgänge? Keine Ahnung. Hier war ich schon. Da komme ich her. Da kam ich raus. Vorhin. Ganz viel früher. Was ist dann wohl das hier? Ja, okay, ich sehe. Ich sehe schon. Ich war jetzt überall so ein bisschen. Aber habe leider immer noch keine Ahnung, wo ich tatsächlich hin muss. Ach ja, da bin ich vorhin hochgeklettert, dann bin ich darüber gehüpft. Das leuchtet so grün durch die Mauer. Okay, wahrscheinlich muss ich da rein. Wahrscheinlich ist das das Sicherheitssystem, das ich hacken oder nutzen soll, das Kommunikationssystem. Ja, ja, genau, da höre ich es auch. Also, dass das Licht durch die Wand durchgeht, ist ein bisschen blöd, das sollte so nicht sein. Aber dass man das hört, das ist, glaube ich, voll in Ordnung. Das ist nicht unrealistisch. Und tatsächlich könnte ich jetzt durch diese Tür durchgehen, aber ich glaube, ich mache das wieder so wie vorhin. Ich kletter da nochmal hoch und spring darüber. Und in der nächsten Folge werde ich mich dann auf dieses Sicherheitssystem konzentrieren. Und dann vielleicht sogar mit Paris endgültig abschließen. Ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Ob es danach weitergeht oder nicht. Also ja, natürlich geht es danach. Natürlich geht es danach weiter. So, das Grüne war hier hinten. Ich will also irgendwo in die nordöstliche Ecke des Gebäudes. Das muss ich mir noch merken. Ah, die habe ich vorhin gar nicht mitgenommen. Oh, brauche ich nicht. Und, ja, kann ich mitnehmen. Nordosten ist da. Nee, Nordosten ist da. Was ist das denn? Das ist neu. Na gut. Interessant. Okay, okay, interessant, interessant. Mhm, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, hier bin ich richtig. Beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.